Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und Töchchen für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar MOP-Szenario-Kisten und dazu habe ich schon ein bisschen was gefarmt. Insgesamt wollen wir 30 Stück öffnen. Drei habe ich jetzt hier mit dem Druid schon einmal im Inventar. Und ja, wir schauen uns jetzt als allererstes mal an, wo wir aktuell stehen. Insgesamt bin ich jetzt runter auf 164 Kisten, beziehungsweise nicht Kisten, sondern Items, die ich noch brauche. Sind etwa die Hälfte, 51,33%. Aus dem blauen brauche ich noch 133, ein bisschen über 40%. Und aus den epischen brauche ich noch 31 Items, da sind wir schon bei 72%. Und dann würde ich sagen, schau mal rein. Druid ist jetzt so ein bisschen eine schlechte Klasse, weil Leder habe ich schon fast alles. Aber ich hoffe, wir kriegen vielleicht die ein oder andere Waffe raus. Und ja, mal gucken. Nee, das war ein Leder-Item, das brauche ich leider nicht. Das habe ich schon. Dann sind wir hier. Nix. Und da vielleicht eine Waffe? Nee, einen Gürtel, den hatte ich auch schon. Schade. Dann haben wir als nächstes einen Priester. Und dann gucken wir auch mal in die Kisten rein. Hier haben wir einen... Sind das eine Halskette, oder? Ja, das bringt mir nichts. Was ist das? Schulter? Ah, den habe ich noch gebraucht. Sehr schön. Und das letzte haben wir Stoffhosen, aber die hatte ich anscheinend schon. Dann haben wir als nächstes einen Hunter. Jetzt gucken wir mal. Ah, nice. Den Umhang habe ich sogar noch gebraucht. Oh, ich habe anscheinend den Sound jetzt nicht an. Doch. Range, warum kam jetzt kein Sound? Ah, weil hier Ding rumbuggt. Dann muss ich mal kurz reloggen. Ja, manchmal ist es mit All of Things immer ein bisschen schwierig. Das spackt dann immer rum. Muss man manchmal dann nochmal einloggen. Wir wollen natürlich den Sound haben, ne? Das Geräusch, dass wir ein neues Thema gesammelt haben. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ah ja, wenn das Ding aufploppt, dann sieht das schon mal gut aus. Okay, dann nächste Kiste. Nee, schade, da war nichts dabei. Und die epische? Auch nicht. Naja. Zumindest können wir theoretisch den Sound hören, wenn wir was kriegen. Dann haben wir als nächstes einen Hunter. Schauen wir mal. Kette. Ja, das konnten wir brauchen. Dann, was haben wir noch dabei? Leider nichts. Und im epischen Sack Schuhe, die wir schon hatten. Nächster Char ist wieder einer meiner Testchars. Und diesmal haben wir einen Hexenmeister mit einem schlechten Loot. Und noch einen schlechten Loot, aber Nummer 3 ist doch ein was, oder? Ein Stab, nee, eine Schildhand ist das. Brauchte ich leider nicht, schade. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Ultra, schauen wir mal rein. Schaut schlecht aus. Nochmal, hier vielleicht eine Waffe? Nee, wir kriegen den Kopf. RIP. Dann haben wir noch einen Paladin. Und dann schauen wir mal, ein bisschen Plattenzeug. Ah, die Schuhe konnte ich schon mal brauchen, aber irgendwie hat es mit dem Sound schon wieder nicht so ganz hingehauen. Naja gut, muss ich gleich nochmal gucken, woran es liegt. Dann die Brust, die brauchte ich nicht. Und was haben wir hier drin? Das Schild hatte ich auch schon. Na wunderbar. Dann haben wir noch einen Priester. Und dann gucken wir mal, was wir da Schönes drin haben. Einmal hier die blaue Kiste. Leider nix. Dann nochmal eine mit leider nix. Und in der epischen... haben wir Schuhe, die hatte ich leider auch schon. Dann habe ich nochmal einen Testchar. Da müssen wir jetzt erstmal die Quest hier noch abgeben. Und zwar haben wir hier einen Hexenmeister. Also gibt es hoffentlich ein bisschen Stoffgier. Jetzt gucken wir mal. Okay, das war schon mal ein Hals. Leider nix. Dann haben wir da eine Waffe. Mal gucken. Ah, den Zauberstab habe ich noch gebraucht. Und was haben wir hier? Schultern, die konnten wir auch noch brauchen. Wunderbar. Dann habe ich jetzt hier noch einen Hexenmeister. Da geben wir jetzt auch noch kurz die Quest ab. Und dann schauen wir mal rein. Also, erste Kiste. Ein Stoffteil, das ich schon hatte. Kiste Nummer 2. Noch ein Stoffteil, was ich schon hatte. Und in der epischen Kiste Hände, die ich schon hatte. Oh Mann, drei Teile und kein einziges, das ich noch brauche. Das ist natürlich leicht bitter. Aber gut, kann man nichts machen. Jetzt, ja, würde ich sagen, sind wir wieder mit 10 Chars durch. Dann gucken wir einmal rein in die Liste. Ich habe einen relativ großen Sprung gemacht. Natürlich auch durch ein paar Items, die ich jetzt aufgemacht habe, aber seit Start und jetzt Ende des Videos ist die ein oder andere Woche vergangen, weil ich jetzt hier hauptsächlich über Testcharts das Ganze machen muss, dann muss ich mal ein bisschen warten und zwischenrein war ich ein bisschen das Mega-Dungeon und habe im Mega-Dungeon natürlich auch einige Teile gekriegt, ne, über diese Quantum-Items, die man hier auch aus den Kisten kriegen kann. Gut, dann sind wir durch, hab mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tiller, bis zum nächsten Mal, ciao!